So, wenn ich hier jetzt eine Wand baue, haben wir, haben eindeutig zu wenig Marmelblöcke. Müssen wir drei freilassen, weil sonst wird das nichts. Und dann müssen wir wieder warten, bis sie die Blöcke haben. Wir brauchen mehr Marvel. Wo ist jetzt mein... Da. Da oben ist auch keine Kohle, ne? Tetrahydrit. Jetzt haben wir Eisen hier oben gefunden. Das ist ja schön. Aber Kohle finden wäre irgendwie schöner. Wo bekomme ich jetzt die Kohle her? Nicht Q&D. Wir müssen jetzt einfach mal, also die Miner müssen jetzt einfach mal leiden. Ein bisschen viel jetzt für die paar, die ich habe, weil ich glaube, wir haben aktuell nur drei Spitzhacken. Was einfach das Problem ist, weil wir kein Eisen, also sonst muss ich halt Charcoal machen. Da brauchen wir eine Woodburner, dann machen wir da die Kohle erstmal raus. Dann brauche ich einen größeren Platz. Das ist unter BE, glaube ich, ne? Wood Furnace, ja. So, den packen wir erstmal so ein, irgendwo nach draußen. Jetzt lasse ich mir keinen Platz gleich für die große Halle, ne? Moment mal. So, wir haben hier den Weg, da kommt die Karawane rein, kann hier reinfahren. Wir machen hier den Dreierweg noch hier sozusagen weiter, dass er noch hier mit reingeht und dann wollte ich den eigentlich hier noch weiterziehen. Wenn ich den Dreierweg jedoch hier weiterziehe, weil die brauchen ja Platz zur Bewegung. Könnt ihr auch einen Einer hier einfach weiterziehen, das sind ja trotzdem Dreier Platz. Und dann könnte ich hier noch ein kleines Gebäude ranbauen, wo dann der Crafter reinkommt. So zwei Crafts-Workshops. Über dem Ganzen kommt das Lager. Oder hier hinter kommt noch ein Lager. Wir machen das sozusagen einmal abtrennen, machen hier eine Tür rein. Hier hinten ist ein kleiner Lagerraum. Hier vorne ist ein Raum, wo die Crafter drinne sind. Und dann ziehen wir hier hinten unsere große Halle hoch. Die ist ein bisschen schmal dann, ne? Und der Müllstockpile muss irgendwo anders hin. Am besten hier, Nähe Fluss, könnt ihr es reinwerfen. Ich glaube, da bleibt mir nichts anderes übrig, als das so zu planen, ne? Also. So. So, wir machen erstmal hier eine. So, super. W. So, da kommt nachher die Tür hin. So, haben wir das. So, jetzt möchte ich die Workshops bauen und das sind dann sozusagen die beiden Crafts Workshops. Zwei, drei, weiß ich nicht. Drei, drei. Das gerade Gesetz direkt wieder vergessen, welcher Buchstabe es war. So, drei. Passen sogar vier hin, ne? So. Und das heißt, wir machen das hier. Was ergibt? Es ergibt eine gewisse Symmetrie, wenn auch nicht die, mit der ich zufrieden wäre, aber es ergibt eine. Bis dahin gehen die Workshops, ne? 1, 2, 3, 4. Okay. Dann kommt da eine Tür rein. Hätte ich gern zwei Türen. So. So, okay, sein Job wurde, sein Platz wurde gebaut. Perfekt. Gut. Ha.
Bevor er durchdreht, alles gut, kein Berserker. Ich möchte so früh noch keinen Berserker haben. So, wir haben den Eingang. Also, der Plan ist, wie gesagt, hierhin kommen die ganzen Crafts. Die kommen hier dann sozusagen in den Stockpile. Und hier drüber kommt dann sozusagen eine Etage, wo die Steine dann gesammelt werden. Das klingt voll hart. Vor allem muss das statisch total super gebaut werden, dass das dann hält. Machen wir da, machen wir zwei Treppen nach oben auf die obere Ebene. Das wird auch Sinn ergeben. Ne? So, machen wir upstairs, jeweils in die Ecke. So, hier wird... Es sind noch genug Marble, so Steine. Marble ist noch da, sehen wir ja. Hier unten kommt auch ganz viel Marble rum, aber halt nichts anderes. Was du gerade herstellst, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir fast egal. Ich muss jetzt als nächstes nur gucken. Remove the Swamp auf Z. Kann ich hier nicht machen? Doch, da schon. Oben nicht. Schauen wir mal, was passiert. Also die Treppe muss jetzt weg. Und dann packe ich hier irgendwie ein Gebäude hin für die große Halle. Ist das zu schmal? Nee, eigentlich nicht, ne? Und ich brauche ja ein paar Reihen mit Tischen und Stühlen. Für nachher, wenn wir Pech haben, 400 Zwerge. Aber die essen ja nicht alle gleichzeitig. Das passt nachher. Brauche ich mir keinen Stress machen. Nein! Da kommt überall scheinbar schimmerter Gras durch. Weg. 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 Nochmal. Da darf kein Gras durchschimmern. Das geht nicht. Genau, nicht mitten in der Werkstatt da überall einen Grasboden haben. Also. Ja. FC. Nicht W. Floor. Haben wir nicht genug für. Wir brauchen mehr Masons. Und wir müssten theoretisch hier einmal sagen, wir machen hier mal C und dann sagen mal, der Marble-Bestand, der muss mindestens 150 sein. Fertig. Wir brauchen mehr Blöcke. Du hast das da unten abgerissen und die Treppe hier oben bleibt. Ist das gebaut? Nein, ist es nicht. Ich kann auch keinen Floor über die Treppe bauen, oder? Doch. Ah. Und dann muss man den... Ah, da hinten den Stockpile müssen wir auch erstmal fertig machen. Shift C, Floor. Ich brauche mehr Masons. Also wenn wir das denn schön machen wollen, brauchen wir mehr Masons. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht... Jetzt laufen die ganze Zeit immer durch den Shop da durch, ne? Und ist ja nicht schlimm. Aber es wird Zeit, dass wir die Wand dazu machen. So... Und dann noch einmal. So. Jetzt muss das alles da drin noch mit Marble ausgelegt werden. Wir brauchen viel mehr Türen. Das kommt noch dazu. Ich muss da noch sagen, dass da noch Treppen nach unten sollen.
Jetzt haben wir wieder 30. Also so ganz. Na gut, dauert wahrscheinlich mal. Es muss erst ein bisschen Platz im Stockpile sein, wenn die dann bauen. Dann irgendwann kommt ein großer Schwung, glaube ich, aus dem Mason und wird dann da hingepackt, ne? Wir müssen den Mason eigentlich auch noch draußen bringen. Aber das muss ich, glaube ich, noch ein bisschen gedulden. Okay, es fehlen noch ein paar Steine. Wann haben wir immer noch so 10 Betten jetzt für 40 Zwerge, ne? 44 Zwerge. Das heißt, vorhin waren es noch 39. Das heißt, wir haben gar nicht 18 dazu bekommen. Wir haben dann ja 23 Zwerge gekriegt. Mehr als verdoppelt durch eine Migrantenwelle. Das wird noch problematisch werden hier, glaube ich. Ich habe das zu hoch gesetzt. Ich muss den Woodburner jetzt trotzdem auch mal draußen irgendwo hinsetzen, ne? Ich kann nicht noch länger warten mit der Eisenproduktion. Wir brauchen das ja. Oder ich flack das auch erstmal hier rein, weil ich habe hier draußen keinen Platz bisher. Ich wollte erstmal nur das Gröbste sozusagen hier draußen haben. Und das haben wir jetzt ja. Das heißt, erst einmal brauche ich jetzt ein Food Stockpile, wo alles drin ist, außer Samen. So, wo alles drin ist, außer den Samen. So, weil. Und dem muss ich dann nur noch sagen, bei Food. Der Prepared Food ist aus. Okay. Das heißt nämlich jetzt, die Küche wandert aus. Die Küche wird abgerissen. Die Fischerei kann hier noch bleiben, weil aktuell haben wir noch nichts. Die Still kann weg. Und das kann weg. So, Küche auch ausgelagert. Die ist jetzt draußen. Jetzt bringen sie die ganzen Lebensmittel rüber, die paar Sachen zu essen, die sie haben. Und dann schauen wir weiter. Unten funktioniert noch, da wird noch angebaut. Pflanzen, gut, Samen haben wir. Also, wir müssen, oder müssen unserem Typ mal sagen, er soll genauer zählen. Damit wir mal vernünftige Zahlen haben, oder? Zähl mal Medium. Damit wir jetzt grob mal die Zahlen haben. Ich weiß, wir haben zu wenig zu essen, wir haben auch zu wenig zu trinken, alles gut. Also die hängen ja auch schon immer im Wasserloch und trinken da, weil ihnen der Alkohol ausgeht. Aber was sollen wir machen? Nochmal was einsammeln. So. Haben genug zu sammeln. So, ich muss eigentlich nur. Oh Gott. Das sieht nichts nach Kohle aus. Gar nichts. Das ist nicht gut. Ich bleibe bei der Feststellung, das ist nicht gut. Weil ich glaube, so viele Bäume sind hier jetzt auch nicht, ne? Also ein paar, ja. Aber nicht viel und vor allem sind die weit weg. Okay, wir fällen Bäume. Wir fällen wieder die hier, ne? Guck mal, die hatten wir ja schon mal gefällt. Also die wachsen zumindest anscheinend nach. Oder gab es hier noch einen zweiten Bach? Ja, den gab es. Dann habe ich da schon mal gefällt. Okay. Ja, genau, deswegen liegt auch Holz im Wasser. Okay. Ihr fällt jetzt da oben Bäume. Wo verarbeiten wir dann das? Ich brauche eine Räumlichkeit für Holz und für den Woodburner.
Die Frage ist gerade nur, wo? So, da muss noch ein Flur hin. Da. Da. Und da. Und da laufen sie alle wieder los. Blöcke. Die freuen sich immer, weil sie mal kurz was zu tun haben. Könnt ihr auch andere Sachen machen. Die wirken alle sehr unbeschäftigt, ne? Gut, wir haben noch keine Schmiede, die Juweliere haben nichts zu tun, Klamotten stellen wir noch nicht her. Wir haben dafür ganz viele Ärzte und mehrere Riesens. Was machen wir denn aus euch? Wir haben da oben eh schon, wir haben schon 5 Miner. Eigentlich braucht man Militär. Das Problem ist, Militär, die haben keine Ausrüstung. Wir können einfach mal ein Squad kreieren und sagen, hier, du hast die normale Metalluniform. Da sitzt jetzt ein Militia-Commander drinnen. Und dann gucken wir mal. Guck mal, der Payson, der kann einfach mal mitmachen. Was, was, was? So, nochmal. Ach, du auch. Dann haben wir noch einen und noch einen. Dann kann der Ranger kann auch mitgehen. Glassmaker brauchen wir nicht. Animal brauchen wir nicht. Juwelier und nochmal Animal. So. Also wir haben jetzt theoretisch ein Militär, das sagt, wir würden gerne kämpfen, aber wir haben nichts. Das heißt, wenn wir eine Kaserne... Oh, wir können die Kaserne jetzt auch richtig mit Bogenschützen und so machen, weil wir draußen dann eine schöne Schießanlage errichten können. Und so weiter. Wir brauchen halt nachher nur eine zweite Ebene. Weil das ist jetzt ja nur sozusagen der Innenraum von unserer Pseudo-Festung. Da muss noch mehr gehen. So, ich brauche es mal aus Mika. Wir sparen uns ein bisschen Marmel. Also können wir mal gucken, wie es dann aussieht, wenn es aus Mika ist. Was war Mika? Mika war nicht der gelbe Stein, das war auch so ein grauer, ne? Ich würde gerne aus dem schwarzen oder aus dem dunkelgrauen. Das ist Mika. Oh ja, aus Mika machen wir die Möbel. Schöne dunkle Möbel. Reicht ja, wenn wir schon überall Marmorwände, Marmorböden und so weiter haben. Kommt dann später auch noch mal. Aber jetzt wollte ich eigentlich ja erstmal. Jetzt kommen die Menschen, ne? Was? Wieso ist das nicht erreichbar? Was habe ich übersehen? Welche Taste war das? Also wir können. Nachher geht's auch wieder mit Magma und so weiter. Kann ich alles gerne wieder machen? Jetzt muss ja nachher auch theoretisch hier oben an die Oberfläche auch wieder Magma hinkommen, weil wir ja die Magma-Schmelzen wieder machen, ne? Das ist ja schön, wenn wir hier den Fluss hier freigegraben oder den Bach freigegraben haben, haben wir auch genug, können wir den Flusslauf nutzen für die Wasserräder und so weiter. Das ist ja alles kein Problem, das kriegen wir alles hin. Also theoretisch haben wir auch wieder ein paar hundert Stunden Zeit. Also das letzte Projekt, die letzte Festung ging ja auch 100. 50 Stunden oder wie viel ich darauf gespielt habe. Und ich habe Zeit. Bin ja nicht so. Wo ist jetzt diese bescheidene Taste? Das war nicht Routen.